Ja, hallo, ihr kennt mich ja. Heute haben wir uns vorgenommen, die ganzen Sachen am letzten schönen Tag des Sommers Sand zu strahlen. Das ist einmal der Turm, das ist einmal die Kanone, die da hinten ist, das hintere Stück. Vor der Halle liegen schon die Turmwiege, nicht die Turmwiege, die Rohrwiege. Was liegt da noch? Die Kommandantenkuppel. Die Rohrwiege da hinten mit einem der beiden Rückstoßzylinder, den anderen legen wir noch dazu. Das ist die Rohrblende, die Kommandantenkuppel, der Einsatz und der Deckel. Das muss also alles gemacht werden. Und hier kommt gleich ein externer Sandstrahler. Externer Sandstrahler, der müsste eigentlich schon da sein. Aber wir nehmen an, dass er das nicht verschlafen hat. Und dann geht das ab. Wir lupfen jetzt den Turm auf den Wagen, ziehen den raus und der wird dann da drauf gestrahlt. Da hinten sind noch die beiden Turmkränze, das ist der innere und der äußere Turmkranz. Die müssen auch gemacht werden. Die Lauffläche für den Kugellager, die habe ich schon abgeklebt und wir müssen ganz vorsichtig sein, dass wir das von den Seiten so ansteuern mit dem Strahl, dass die Lauffläche nicht beschädigt wird. Okay. Das Problem wird ein bisschen sein, die Dinger sind sauschwer. Den inneren Ring kann man mit 4 Mann heben, 4, 5 Mann, den äußeren Ring nicht. Ich habe meine Handschuhe jetzt nicht dabei. Wir haben was für dich. Okay. Wenn das Ding runterkommt, könnte ich mich verletzen. Hier passiert schon nichts. Halt! Halt! Bleibt hängen hier, wenn es schwingt. Jetzt! So, das ist die Kanone, die wird auch sandgestrahlt. Der innere Teil samt Verschluss. Wenn ich da reingucke, habe ich das Gefühl, ich würde bei meiner Ex-Freundin reinschauen. Aber von der Breite her passt es, glaube ich. Der geht hier durch. Brav. Bleib! Ich muss da noch füllen. Wenn da eine so. Haus ist, vorne eine, Mitte, hinter eine, in der Mitte, eine. So. Hast du den dann noch befüllen? Dem Reifen ist nicht ganz viel Luft drin. Ja, die Dinger hier liegen hier auf dem Rahmen, nicht das. Ja, ja. Ja? Das ist so ein Mikroanhänger, den haben wir früher gebraucht, um Panzer zu transportieren. Okay. Ja, aber das Holz wird sich nur spitzig. Nein, das geht nicht. Na gut, aber die sind dann auch. Aber kein Königstiger, oder? Nee, aber ist ja nur der. Doch, ich hab ein Foto, wo der ganze Tiger auf so einem Anhänger ist. Der geht dann hinten ziemlich in die Knie.
Aber wie gesagt, wenn du hier einen Panzer draufstellst, ist das ja auch breiter verteilt. Hier hast du ja jetzt... Lass mal ganz runter. Sitzt, wackelt und hat Luft. Die Maifeile, zieh mal die Kippen so, also kurz bevor sie angezogen sind. Wackelprobe. Die Scheiße hält. Ja, geht. Noch. Also. Was ist? Das war der Begrenzer. Da oben. Was habt ihr ausgemacht? Also jetzt hat er gerade gesagt, der schafft das gar nicht in einem Tag. Der glaubt, den Turm alleine schafft er nur in einem Tag. Und den anderen Kram morgen oder so. Ich war vielleicht etwas optimistisch. Ich habe gedacht, ach komm, der Turm 2-3 Stunden und den Rest auch. Wird ein einigermaßen geruhsamer Tag. Jetzt sind wir in den Arsch gekniffen. Ich habe eigentlich morgen keinen Urlaub. Freitag fahre ich nach Bovington. Dann müssen wir noch einen Tag machen, oder was? Ja, wie es aussieht. Also hast du schon ein Hotel hier gebucht? Nee. Das hat uns jetzt alle kalt erwischt. Nee, ich kann gar nicht bleiben. Ich tue die Frau. Du mit deinem Panzer! Ja, du bist das. Schraubzwinger liegen. Von hinten ist es sehr stark angegriffen und so. Also das ist abgeklebt, weil hier Kugellager draufläuft. Genau. Und das ist aber in gutem Zustand. Das ist ja, das ist nicht angegriffen. Aber wenn man das strahlt, dann raut das ja auch auf. Und das ist angerostet hier. Ja. Naja. Aber wie gesagt, auf einer Länge von einem guten Meter, das kriegen wir hin. Ich habe das hier vor ein paar Wochen schon abgeklebt, das löst sich jetzt alles. Aber. Okay. Und das ist der äußere Turm? Nee, das ist der innere. Der innere, das ist der äußere. Und interessanterweise, wir hätten alle gedacht, dass das Turmlager, oder sagen wir mal, dass der Turm auf den Lagern, auf den Kugeln eigentlich so liegt. Ne? Mhm. Ist aber nicht der Fall. Ja, die sind seitlich, ja. Seitlich versetzt. Okay. Das ist so laut, dass du also Ohrenschützer brauchst. Der wird auch einen Vollschutzanzug haben, so war das zumindest, als wir die Wanne gestrahlt haben. Vollschutzanzug, Gasmaske und so. Weltraumanzug. Ja, genau. Gucken wir ein paar Sachen aus.
Und was Neues entdeckt? Ja, noch schwer. Da hast du immer Angst, dass du was vergessen hast, zu fotografieren. Das ist die hintere Luke. Das ist der Wiegenteil von der Kanone. Hier wird praktisch kommt es in die Wiege rein. Die Flächen sind gut. Das ist der Rohrrückholer und der Stoßdämpfer. Ich weiß nicht, welches von beiden wo ist. Blende. Kommandantenkuppel. Also, wenn man das anguckt. Junge, Junge. Die Schmiere. So. Gut, aber Rost ist nicht viel dran. Und er sagt, er braucht jetzt länger als einen Tag. Das heißt, also Turm zuerst zum Sandstrahlen und dann die anderen Teile. Mal sehen, wie weit das der kommt. Wir hoffen, dass der an einem Tag fertig wird. Von innen aus nicht zu erwarten und wenn nur ein bisschen. Ja. Die Oberflächenstruktur, die soll bleiben. Okay. Hey, also Mann, ich muss mir schauen, ob das genau aufzeigen. Ja, da oben hinkommt, ist mal die Frage. Die Bleche sind ja, also der Turm ist ja aus gewalzten Blechen. Das war ja ein, praktisch ein Innovationsfortschritt gegenüber den gegossenen Wannen, die man vorher hatte. Auch der T34 ist noch alles gegossen. Beim Tiger ist es so, beim Tiger 2, dass die Wanne aus gewalzten Blechen besteht und der Turm aus gewalzten Blechen. Das heißt, beim Stahl
bei der Stahlgewinnung ist es so, man gießt den Stahl durch Kokillen oder so in Form von Brammen. Brammen, das sind die großen Blöcke und die werden gewalzt. Die werden in Walzgerüsten hin und her gewalzt, bis eine bestimmte Dicke gemacht wird. Das Ganze bei Temperaturen 700, 800 Grad. Bei diesen Temperaturen korrodiert, also rostet der Stahl oberflächlich sofort. Er geht mit Luftsauerstoff. Und dieser sogenannte Zunder, dieser Rostbelag, der wird eigentlich bei gutem Stahl durch Wasserstrahlpumpen, durch Wasserstrahldruck weggeblasen. Aber früher hatte man da keine Zeit zu, machte ja auch nichts. Von daher hat man hier diese Reste an Eisenoxid, die bleiben. Das ist der sogenannte Zunder. Also das da? Ja. Und das da? Das sind einfach schlechte Gießfehler. Ich meine, das muss sehr schnell gehen. Ja. Kommt der hier drauf dann? Ja, das wollen wir hoffen. Dann muss er von oben wahrscheinlich. Wie lange hat er dafür jetzt gebraucht? Eine Viertelstunde. Wenn er jetzt ein bisschen warm ist und so und sich da eingestrahlt hat, sag ich mal. Aber dann müsste er das doch in weniger als einem Tag schaffen. Das ist der Sand. Mit dem Sand gestrahlt wird. Mit hohem Druck wird es praktisch auf die Oberfläche draufgepustet mit Luft und dadurch wird den ganzen Unreinheiten, auch der Rost, praktisch von der Oberfläche entfernt. Jetzt geht's wieder los. Außen fertig, innen noch nicht. Naja, auch nicht ganz fertig. Hier fällt noch ein bisschen vorne auch dieser ganze Sand. Scharfkantiger Granulat.
Also da kommt das Granulat rein in den Behälter. Und von da geht der Druck vom Kompressor und das drückt quasi das Granulat nach vorn. Kommt so eine Scheiße raus dabei. Wir müssen den Turmkranz auflegen zum Sandstrahlen auf die Holzbrücke da draußen und später zum Lackieren dann. Wieder rauf. Aber das Problem ist, wenn wir die Augen mal abrutschen.
Thank you.